Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Prey. Liebe Leute, wir befinden uns noch immer in der Lebenserhaltungsabteilung, wo ich halt noch immer eigentlich nicht weiß, was ich da tue. Und ich habe mir, bevor ich jetzt die Aufnahme gestartet habe, ein bisschen umgeschaut und wir befinden uns jetzt ein bisschen weiter oben. Denn ich habe mich umgeschaut, ich bin umhergeklettert, man sieht da, ich bin da unten auf die Kiste und dann da so hoch und auf die Dinger darüber und dann da hochgekupft und ich habe zwei wirklich wunderschöne Sachen entdeckt, meine lieben Leute. Einerseits habe ich da jetzt eine Leiche entdeckt. Schaut euch das einmal an. Was tut denn die da? Kann man das wer sagen? Wer ist denn das? Der Max Weigel Götz. Er hat dabei eine Sunburst-Banane. Das sind die besten. Luftgemisch-Regulator-Fabrikator. Keine Ahnung, was das ist. Komm ich da hoch? Ich will jetzt nur nicht runterfliegen. Es macht echt Spaß, das Erkunden. Aber es ist halt verdammt zeitaufwendig, ne? Hey, Max. Oh! Schaut mir das Licht lieber aus, oder? Da wäre eine Rohrzange. Es ist echt cool, das erkunden, wirklich. Wo ist denn da der Strom? Ich höre der Strom, aber ich sehe keinen Strom. Na gut, gehen wir da mal weiter. Genau, also das ist jetzt das, was ich entdeckt habe. Und dann habe ich halt nur was entdeckt. Ich glaube, da muss ich da runter. Das ist nämlich da drüben. Der Schatz, da vorne. Was ist denn das da oben? Da blinkt es. Also Licht, oder? Der Schatz ist das. Blinkt. Okay, jedenfalls, da ist eine Luftschleuse. Na, keine Luftschleuse. Ja, so eine Schleuse halt, ne? Da gehen wir natürlich auch rein und ich hoffe, ich kann das. Ich mach da alles voller Glue. Also die Glue-Kanone, die ist schon echt der Hammer, ne? Oh Gott, ich glaube, ich schaff das nicht. Doch, ich schaff das! Hey, voll leicht. Ja, so ist es nämlich. Okay, es sind einfach nur kaputte Lampen. Mann, aber irgendwie eine Wartungsschleuse, genau so nennt man das. Fällt es halt dann auf, ein bisschen doof, weil ich hätte jetzt Angst gehabt, dass ich so viele Sachen schon übersehen habe. Was auf alle Fälle es auch sein wird. Ach, hier keine Mimikse da. Einmal hat da cooles Material, was wir wieder verwenden können. Jetzt bin ich gespannt, wo wir rauskommen. Ernsthaft? So, und da ist so grausig da. Okay, gut, ich weiß, ich muss da hin. Komm schon. Na, da vorne ist schon wieder so ein blöder Operator. Ich habe ihn schon fliegen gesehen. Komm schon. Mann, also mein Psychoskop geht aber nicht sehr weit. Gut. Wasseraufbereitung. Da muss ich ja irgendwas machen. Ich weiß es ganz genau. Sieh ich da nicht durch? Neue Überwachungsbefragung erhalten. Oh Gott, die Hoffi kommt auch rüber. Ah!
Scan abgeschlossen. Yes! Okay. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Ich habe mal gespeichert. Ja. Speichert. Oh, ich weiß nicht. Okay. Boah, ich trau mich nicht. Da ist nur einer. Scan abgeschlossen. Zack, okay. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Was? Boah, Leute, ich bin so angespannt. Okay. Ich geh jetzt da runter. Ich nehme lieber die Glühkanone in die Hand, das ist auch sicherer. Da ist eine Leiche, okay. Hallo, mein Hübscher. Eine Bananenschale. Water Quality Lab. Tschüss. Ich muss auf alle Fälle diese Hebelkraft da skillen, das hilft nichts. Reparaturdefinition. Neue Vorgänge. Da komme ich eh durch. Oder das ist ja nur Glas. Das ist aber nur ein Mensch. Schaut mal.
Das Waffen-Upgrade. Kane Rosito. Komisch, dass das nur ein Mensch ist. Ich habe eine ganze Glue-Kanone eingepackt. Warum? Gesundheit habe ich ja voll. Ich werde es trotzdem wissen. Auf den. Ich muss den Disruptor. Oh Gott, ich kann gar nichts mehr verwenden. Ich habe alles abgegradet. Okay. Mann, ich weiß nicht, wo ich hingehe. So. Also das Ding ist ja, ich weiß. Was ist denn das? Der Anzug ist widerstandsfähiger gegenüber Umweltgefahren. Also Chipsatz ist das. Zack. Ah, das ist die Tür da. Okay. Es gibt immer einen alternativen Weg, liebe Leute. Merkt euch das gefälligst. Warum tut er das so komisch? Das mag ich gar nicht. Ich brauche den Recycler. Da ist ein Lift. Ich hab da oben rein. Der Lift geht nur nach unten. Jetzt wieder hoch. Ah, vielleicht sollte ich einfach mal die Treppen verwenden, ha? So doof. Ich hab's echt nicht gesehen, dass da Treppen sind. Was ist die Plattform, wo der Dings war, ne? Ah, da ist er, doch. Monitoring Station. Ja, schwierig. Schwierig irgendwie.
Mutter. Da bin ich raufgekommen, oder? Sehr gescheit. Sehr, sehr gescheit. Zu schnell, zu weit. Nummer 3. Die Ära Reagan bedeutete das Ende für die umfangreiche Regierungsunterstützung des Wettlaufs ins All. Der Weltraum gehörte nun nur noch einer kleinen Gruppe interessierter Personen, denjenigen, die es sich leisten konnten. Manche Historiker nehmen an, dass das Raumfahrtprogramm bei einer entsprechend militärischen Rechtfertigung und dem richtigen Marketing hätte überleben können. Doch ohne ernste Bedrohung der USA erschien es dafür kaum Anreize zu geben. Außerdem hatte man mit der Sowjetunion als einzigem Gegner schon erlebt, welche Gefahren es mit sich bringt, zu schnell zu viel zu wollen. Zulassung für experimentelle Arbeit. Der für die Genehmigung dieses Antrags zuständige Vorgesetzte bescheinigt, dass alle Sicherheitsfaktoren vorschriftsgemäß beachtet wurden. Beantragen der Abteilung, Psychotronik, Antrag Tobias Frost. Arbeitsbereich, Wasseraufbereitungsanlage, Lebenserhaltung. Durchzuführende Tätigkeit, Installation von psychoaktiven Partikelinjektoren. Den haben wir ja. Genau. Ich beantrage die Implementierung des PPI in der Wasserversorgung der Station. Im Wesentlichen wird der PPI die Zusammensetzung des Trinkwassers in regelmäßigen Intervallen um 1 zu 1 Million mit exotischen Partikeln anreichern. Die Aufnahme dieses Wassers sollte positive Auswirkungen auf das psychoaktive Potenzial nach sich ziehen. Genehmigt von Dr. Hans Kellstrup. Unterschrift eines Direktors erforderlich? Nein. Unterschrift eines Direktors? Keine. Ja? Wo muss ich denn das jetzt da rein, da? Achso. Jetzt funktioniert der Fabrikator. Wo war denn der? Da war ich da vorne, wo, oder? Da. Hallöchen! Mann, da fliegt dauernd der Mucken bei meinem Kaffee. Geh weg von mir da. Das ist mein Kaffee. Mhm. Endlich wieder Platz, liebe Leute. Es tut so gut. Nicht spülen. Okay, fertig. Fliegt die Scheiße daneben, weil wir so viel haben. Schaut euch das an. Ist so gut. Geil. Ist das lustiges? Okay, jetzt. Ich muss doch das jetzt da irgendwo rein tun. Die Türen sind offen, oder? Nein, die ist gar nicht offen. Das hat jetzt nicht so ausgeschaut. Naja. Ah doch, schaut mal, da die Tüte geht. Ich bin gar nicht da. Schaut, sie geht jetzt glaube ich auf, oder? Ja, easy. Speichern, haben wir echt was Gutes gemacht schon wieder. Wahnsinn. Ach so. Nee, das ist jetzt... Oh, es hält aber nicht lang. Ach doch! Ich meine, ich hab's doch gewusst, dass die Türen jetzt da offen sind.
Aber wir wissen, dass da komisches Dings drinnen ist. Ne? Wir müssen vorsichtig sein. Ich bin so doof. Abgeschlossen. Der hat uns nicht einmal gesehen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Wir sind schon gut. Ins Gesicht! Nur ah! Ah! Ganz leicht. Speichern! Speichern, speichern! Trinken! Kann ich da nicht manuell verriegeln? Nö. Passwort, ich hab kein Passwort. Notiz. Das ist das Passwort Wodka mit 0. Nice! Voll gut! Ich glaube, das ist das erste Passwort, was wir jemals für einen Computer gefunden haben, oder? Ich mache mir Gedanken. Price, ich stand immer hinter dir, aber jetzt gehst du zu weit. Du musst dich zusammenreißen, es fällt den Leuten schon auf, Price. Leuten, die höher in der Nahrungskette stehen. Hör auf, Dr. Cole aus dem Weg zu gehen und sprich einfach mit ihm. Ich glaube fest daran, dass du das schaffen kannst. Lass ich dir helfen. Alkohol im Dienst. Hallo Price. Ich habe erfahren, dass Sie eine Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Ich kann den Ernst der Lage gar nicht genug betonen, wenn Sie Ihren Dienst auf dieser Station unter Einfluss von Alkohol ausführen. Ich habe Ihnen ein Rezept ausgestellt. Nehmen Sie die Medikamente, verzichten Sie auf Alkohol und bleiben Sie im Besatzungsquartier, bis wir uns treffen können. Sie sind vorläufig vom Dienst suspendiert. Mit Chief Ilmhins Zustimmung. Matthias. Aalbeckensteuerung freischalten. Laut Wasseraufbereitungsanlageprotokoll kann die Aalverarbeitung erst erfolgen, wenn das Terminal im Verarbeitungsraum vor diesem Terminal ausfliegt. Passt schon so. Das gehört so. Okay. Trinken wir noch was? Wir sind sehr durstig. Blume! Ah, die ist sicher nicht echt, weil ich kann sie nicht pflücken. Fangprotokolle. Hallo Abby. Bitte achte darauf, dass dein Team extrem sorgfältig mit der Fangmaschine umgeht. Wir haben letztens eine leere Flasche Old Sadar Bourbon in einer Ladung Aale entdeckt und ich nehme an, dass sie von jemandem aus unserer Abteilung ins Becken geworfen wurde. Niemand will in unserer Unagi-Rolle auf Glas beißen oder auf irgendetwas anderes. Das haben wir schon gelesen. Chipsätze, ich krieg sehr viele Chipsätze. Okay, jetzt bin ich da. Aber ich hätte geschwind probieren. Ich hab nur mehr 18 Schuss.
Ich muss doch darüber kommen. Ich tue jetzt da speichern, wenn ich es nicht schaffe, dann tue ich einfach. Doch, ich schaffe das. Nochmal speichern. Nice! Schätze mal, was da liegt? Organisches Material. Warum liegt es da einfach? Zwei Neuromats! Geräusche sind schon schier, ne? Und jetzt kommt das so komische Düdelmusik. Platzieren? Boah, Schatz, ich hätte das sowieso rein müssen. Okay. Gibt es sonst echt nichts? Das ist die Tür da, okay. Da jetzt nochmal speichern. Und ich schaue jetzt damit, dass ich volle Leben irgendwie krieg. Was haben wir denn da drin? Gesundheit, ja, nehmen wir her. Denn man weiß ja nicht, was jetzt alles so passiert, ne? Passt schon. Oh. Oh. Entschuldigung, bin beschwipst. Es geht gleich weg, oder? Gehst du weg? Oh, das ist schräg. Da kann man nicht einmal. Haha! Ich kann nicht einmal gerade rausgehen. Das ist ja witzig. Glitzert das da? Nein. Ah, jetzt ist es weg, oder? Ja, so wird es. Okay, wo war denn das? Da. Ich tue das da jetzt rein, ich tue nur mehr Speicher. Und ich platziere den Injektor.